herzlich willkommen zu einer neuen Folge und Special-Folge. Special-Folge mit der lieben Franziska heute als Gast, die Franziska Lange. Wir werden heute zusammen über die Wahrhaftigkeit nochmal sprechen und beziehen uns auch ein bisschen auf das Thema von der letzten Folge. Da ging es ja nämlich genau darum, aber eben noch mehr im Kontext mit den Tieren. Und deswegen heißt die Folge Wahrhaftigkeitstraining mit Tieren, denn Tiere sind ganz tolle, Co-Trainer und Trainer in unserer Arbeit und auch für uns privat natürlich gewesen, schon auf unserem Weg. Und wir wissen einfach, ja, dass es im Grunde für alle bewusst lebenden Menschen ein großer Punkt ist, den sie sowieso wahrnehmen und manchmal auch schon aktiv nutzen. Und wir wollen es einfach noch mehr ins Bewusstsein holen, mal unsere Sicht heute reingeben. Und falls du die Franziska noch nicht kennst, ich stelle sie dir gerade auch noch mal vor. Franziska Lange ist jetzt auch schon 4 Jahre an meiner Seite mit der Hundeherzensführung. Erst hat sie, obwohl sie schon auch selbst Hundetrainerin war, sich von mir begleiten lassen mit ihrem Hund. Das finde ich richtig toll. Da haben wir auch richtig große Erfolge erzielt. Und ja, dann hat sie halt Blut geleckt und wollte mehr und ist ja jetzt immer mehr auch mit ihrer Hundeschule in den Stil der Herzensführung reingegangen, obwohl sie vorher ja auch schon sehr ähnlich gearbeitet hat. Ja, und sie ist lokal in Buxtehude im Norden Deutschlands. Und ja, eine ganz bezaubernde Persönlichkeit, aber das wirst du gleich selber merken. Franziska, fehlt dir denn noch eine Info, die du noch ergänzen möchtest? Hallo erstmal. Ja, hallo Kim und hallo liebe Zuhörerinnen. Also, nö, mir fällt gerade gar nichts unbedingt ein, was da noch zu ergänzen ist. Vieles kommt wahrscheinlich gleich. Wenn es dann kreativ lossprudelt, werdet ihr, glaube ich, noch einiges von mir erfahren. Ja, schön, genau. Und also sie ist, wie man jetzt ja schon rausgehört hat, Teil des Teams und Hundeexpertin beziehungsweise Mensch-Hund-Expertin trifft es wohl besser. Genau, ist aber auch schon mit Katzen unter einem Dach gewesen und reitet auch und genau, aber das werden wir bestimmt auch nochmal ansprechen. Ja, vielleicht fangen wir mal damit an. Franziska, gefällt dir denn so meine Definition von der letzten Folge, was Wahrhaftigkeit eigentlich ist? Oder hast du da noch einen Widerspruch beziehungsweise eine Ergänzung, wo du sagst, diese Komponente möchtest du gerne noch reinbringen, die Sichtweise? Weil das kann ja auch durchaus immer sein, dass aus zwei Perspektiven das Ganze noch viel, viel runder wird. Genau. Ja, ich fand das schön, überhaupt mal wieder das Wort Wahrhaftigkeit. Ich habe es jetzt zuerst in der Telegram-Gruppe gelesen, glaube ich. Und dann habe ich ja die Folge gelesen, gehört. Und alleine das Wort hat für mich irgendwie eine Strahlkraft. Also es ist tief greifend. Und es gibt mir Hoffnung. Und es fühlt sich ganz kräftig und stark an. So, das ist erstmal mein Eindruck überhaupt zu dem Wort. Total spannend. Genau, und wir hatten jetzt ja im Vorfeld auch noch mal ein bisschen gesprochen. Und mir ist es selber gar nicht so bewusst gewesen, was ich in den letzten Jahren, ja, daran verbessert habe, sozusagen, mich wahrhaftig auch zu zeigen. Mit mir selbst war ich, glaube ich, schon eine ganze Zeit lang sehr wahrhaftig, aber überhaupt nicht im Außen. Und das war ja immer ein ganz großer Knoten. Ja, genau. Und da im Außen habe ich es erstmal mit Authentizität versucht. Es war schon irgendwie was zu zeigen. Ja. Aber immer noch ein bisschen, ne? Mit Schutzmauer. Ja. Ja, also mir ist an dir recht früh eigentlich schon direkt, wo wir uns kennengelernt haben, so sehr positiv aufgefallen, wie ehrlich du einfach über dich sprichst und auch, also deine Selbstreflexion ist ja sowieso der Hammer, aber das eine und das andere müssen ja nicht unbedingt einhergehen.
Aber ne, also dass du nicht nur eben so selbstreflektiert bist, sondern es eben auch wirklich aussprichst, auch wenn du dich zum Beispiel gerade schwach fühlst oder unsicher fühlst oder also du holst eben auch das raus, was ja, vielleicht andere lieber kaschieren würden, sag ich mal, ja. Und ich weiß, deine Geschichte ist mit Sicherheit meiner da auch sehr ähnlich. Wir hatten beide Phasen, wo wir eben uns gar nicht getraut hätten, uns so zu zeigen, ne? Und manchmal ist es ja auch so, gerade die Menschen, die so Phasen hinter sich haben, leben es nachher umso bewusster und gezielter, eben um es zu heilen. Und ja, ich finde das einfach schön, weil ich finde, dass auch wenn man sich manchmal gar nicht so fühlt, aber in dem Moment, wo man seine Schwächen zugibt, ist man super stark. Das ist einfach so, ne? Also das macht einen schon automatisch zu so einem starken Menschen. Und ja, das ist also wirklich, deswegen habe ich dich auch gefragt, ob du mit mir hier sprichst, weil da gehört einfach was dazu auch. Du machst das ja nicht nur mit mir im 1:1, sondern ja mittlerweile auch sehr öffentlich. Ne? So, und ich finde, das ist schon was Besonderes in unserer Welt. Ja, wo du es gerade angesprochen hast, dass es dann ja auch stark ist. Ich weiß noch, als meine Reise dahingehend begonnen hat, vor ja, mindestens 10 Jahren, sagte eine gute Freundin zu mir: Mein Gott, Franziska, du bist so eine starke Persönlichkeit. Und ich war halt so gerade am Tiefpunkt meines Lebens und habe gedacht: Hä? Wo bin ich denn bitte stark? Ja, ich fühle mich hier. Weiß ich auch nicht, wie so ein Würmchen. Und das ist wirklich, ich habe das überhaupt nicht gesehen, meine Stärke, die ich da leben kann. Und jetzt nach und nach hat es sich ja auch entwickelt, dass ich eben nicht nur mit vertrauten Menschen so sein kann oder eben mit Menschen, wo ich direkt spüre, bin ja auch sehr intuitiv, wo ich spüre, dass es geht. Sondern dass ich dann auch wahrhaftig mich zeige in Situationen, wo ich halt früher gesagt hätte, ach nee, komm, lass mal gut sein, ne? Der Klügere gibt nach, so nach dem Motto, ich verpiesel mich mal schnell. Ja. Also ist Wahrhaftigkeit auch, dass du deine Wahrheit sprichst, sozusagen. Genau, ja, unbedingt. Ja, genau. Gelingt mir natürlich noch lange nicht immer, aber ich übe ja. Ja. Ja, und also wir dürfen uns halt auch bewusst machen, eigentlich können wir unsere Wahrheit nur verbergen, weil die Menschen ziemlich stumpf sind. Oh, Weil ja. Ein sehr feinfühliger Mensch und auch ein sehr wahrnehmender Mensch im Sinne der Beobachtung im Kontakt, der kann ja durch Kleinigkeiten eigentlich auch schon Unstimmigkeiten feststellen. Ja, also das heißt, da. Ne, so bestimmte Gesten, es gibt ja auch diese Poker-Face-Aufdecker und so, ne, die dann kleinste Mikrobewegungen schon einschätzen können und so. Aber jetzt im Großen und Ganzen, wenn man nur reinfühlt, merkt man ja schon ganz oft, oh, irgendwas passt da nicht. Und man weiß vielleicht nicht was, aber man weiß, irgendwas stimmt nicht. Und ja, ich sag mal so, körpersprachlich sind wir ja auch sehr abgestumpft als Menschen, ne? Also wir haben ja gar nicht mehr so das Auge dafür, was eigentlich ja körpersprachlich stattfindet, sag ich mal. Wir sind ganz oft auch, das sind halt auch die, die im Kopf sind. Ich war da auch schon ja, über Jahre, deswegen weiß ich das, die in dem Kopf sind, die sind so in diesen Gedanken, dann in dem Gespräch, dass die teilweise noch nicht mal mehr mitkriegen, was drumherum passiert. Ne? Also das heißt, die Instinkte und die Wahrnehmungen sind so völlig auf, wumm, auf null gestellt, irgendwie gefühlt. Ja. Und das ist halt das, ne? Dann kannst du ja lügen im Endeffekt und auch dich selbst anlügen und der andere merkt es gar nicht. Und das ist eben bei Tieren noch ganz anders. Ja, und da ist es ja noch spannender, da kannst du ja reden, was du willst. Sie hören ja eh auf die anderen Signale viel, viel mehr. Ja, und folgen ja viel mehr deiner Energie mit dem, was da ist. Und die Energie lügt halt nicht. Ne? Ja. Mal ist es gut und mal ist es weniger gut, aber das stimmt auf jeden Fall. Sie sind genau. Halt einfach der beste Spiegel überhaupt. Ja, und wie sind deine Erfahrungen so damit, dass du vielleicht auch Momente hattest, wo du
vielleicht lieber kaschiert hätte, sag ich mal, was gerade energetisch und emotional und auch mental abgeht in dir, wo deine Tiere halt gesagt haben, du mein Schatz, ich nehme da was wahr, ich weiß, du willst das nicht wissen, aber Punkt, Punkt, Punkt. Also ich habe zwei Beispiele, eins von meinen Hunden und eins vom Pferd. Vielleicht auch ganz spannend. Und zwar gerade gestern Abend, wir sind relativ spät nach Hause gekommen, also die Hunde und ich und mit dem Auto. Und mein Parkplatz ist direkt an der Hauptstraße und ich habe geparkt und war gerade dabei, die Hunde auszuladen. Und dann hielt schon die ganze Zeit auf der Hauptstraße ein Auto. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, ne? Wir sind hier auf dem Land und mitten auf der Hauptstraße und so. Und ich dachte noch so, naja, hoffentlich will der jetzt nicht irgendwas. Haha. habe aber versucht, mich zu entspannen, weil es ist ja alles gut. Ich bin ja hier im Wohngebiet, mir kann ja nichts passieren, so nach dem Motto. Ja, und dann fuhr das Auto tatsächlich neben mein Auto auf den Gehweg und machte dann das Beifahrerseitenfenster runter und der Mann sprach mich an. Und in dem Moment sind meine Hunde im Auto ausgeflippt, dass mir fast das Ohr abgefallen ist. Und ich dachte noch so, was soll das denn jetzt? Ihr könnt mich doch nicht so erschrecken. Es ist doch gar nichts los. Und dann, der wollte nur nach dem Weg fragen, hat das Fenster mir hochgemacht, fuhr weiter. Und in dem Moment fiel es mir richtig, also wie so ein eiskalter Schauer, fiel aber ab von mir so, weil der wieder weg war. Und ich habe mir quasi selber vorgespielt, ich habe ja gar keine Angst gerade vor dem. So über den Verstand aber. Aber meine emotionale Lage war eine ganz andere. Ich war sofort in diesem Modus, oh mein Gott, ein fremder Mann und er hält an und er fährt direkt neben mein Auto und oh Gott. Ja? Das war ja meine Emotion. Mein Verstand hat aber darüber reguliert und hat gesagt, ja mein Gott, wir sind mitten im Wohngebiet, hier sind überall Straßenlaternen, hier kommen ständig Autos, blabliblub, ne? Ja, wir haben halt gesagt, dass wirklich Phase ist. Und, aber da habe ich mich ja mittlerweile dran gewöhnt und ich übe fleißig und es wird ja auch immer, immer, immer viel besser. Es freut mich sehr, weil ich mit mir ja viel bewusster werde. Und genau die gleiche Situation beim Pferd. Der ist jetzt 25, also schon ein stolzes Alter, ist aber noch fit soweit. Aber natürlich mit der Bewegung muss man halt immer mal gucken, wie ist seine Tagesform. Und genau den Tag war ich so ein bisschen ehrgeizig und habe gedacht, okay, heute machen wir dies und das und jenes. Und er hatte aber nicht so einen guten Tag. Und dann habe ich wieder über den Verstand irgendwie gedacht, okay, dann lass ihn doch ein bisschen Freiraum und du guckst einfach, was er von sich aus anbietet. Ja. Aber was habe ich gemacht? Ich wollte dann trotzdem mehr. Und noch ein bisschen mehr und ein ganz kleines bisschen mehr noch. Nicht viel, aber ein ganz kleines bisschen mehr noch. Dann ist er ausgestiegen und hat gesagt, ne, habe ich keinen Bock drauf. Also ich mache viel Freiarbeit mit ihm auf dem Platz und dann geht er halt einfach, ne, ist ja klar. Er ist so ein Super Ranger. ein Super Power Ranger sozusagen. Und das hat es halt wieder mal gezeigt, ne? Dass wenn ich selber nicht das zeige, was wirklich in mir ist und versuche, da einen Schleier drüber zu machen, tja, es funktioniert halt nicht. Und mittlerweile habe ich gelernt, das zu lieben. Ja. Das und, zu lieben? Du meinst, ja. Das siehst ihr dann so genau aufzeigen? Ja. Ja. Reitest du ihn denn überhaupt noch? Bitte? Reitest du denn ihn dann überhaupt noch? Nee, reiten tue ich ihn nicht. Ich bin quasi Pflegebeteiligung. Also ich beschäftige ihn vom Boden aus und wir gehen spazieren und so weiter. Genau. Genau, es war mir gar nicht bewusst, dass er schon so alt ist. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, cool. Aber es ist auch voll schön, dass, dass er da dir ja auch so viel noch beibringt, ne? Weil diese Ranger-Energie, diese Freiheitsliebe und auch Selbstsicherheit ja auch total passt zu unserem Thema, ne? Diese Wahrhaftigkeit, also ich würde sagen, da ist der Ranger schon einer der Profis drin, weil er halt so sehr bei sich ist, ne? Und eben
manchmal zu sehr bei sich auch, aber er ist halt wirklich, dem würde niemals einfallen, sich zu verstellen, irgendwas zu machen, nur damit du glücklich bist oder sowas, wenn, ne, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Genau, also im Zweifel zeigt er dir dann schon, was er davon hält. Ja. Also man kann ihn zwar dann auch mal mit einem Möhrchen locken, aber wenn er irgendwas nicht will, der, nee. Ja, ich glaube, wenn es so kippelig ist, dann ja, ne? Ja, Aber genau. Genau, wenn das Nein da ist, ist es da. Ja. Ja, voll schön. Und du hast jetzt eben gesagt, also du guckst ja dann einfach jetzt auch mehr bei dir hin. Und das hast du jetzt schon daraus gelernt, dass du jetzt gar nicht so einsteigst auf das Verhalten, jetzt zum Beispiel die bellenden Hunde oder das Pferd, was weggeht, sondern spürst halt recht schnell rein, oh, was ist eigentlich gerade in mir lebendig, dass mein Tier so reagiert, wie es reagiert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel für das Wahrhaftigkeitstraining, oder? Ja, und vor allen Dingen ist der Schlüssel für mich gewesen, ich war ja immer sofort frustriert. Ich habe ja tiefgreifend diesen Glaubenssatz, dass ich irgendwie alles nicht kann und nicht gut genug bin. Und der wurde ja dann immer sofort angetriggert. Ich habe wieder einen Fehler gemacht, ja. Und jetzt habe ich ja auch mit der Fehlerkultur gelernt, ein bisschen besser umzugehen. Das macht da natürlich auch schon was wett. Aber zu verstehen, warum das Tier so reagiert, wie es reagiert, das hilft mir einfach enorm, nicht in diesen Frust zu kommen. Weißt du? Ja, genau. Und dann muss ich, und ohne dir Schuld zuzuschreiben, ne? Ja. Ich glaube, das war so dieser Knackpunkt, weil wenn man sich selber nicht schuldig fühlen möchte, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man ändert seine Haltung sich selbst gegenüber und liebt sich einfach, egal wie man ist, oder man muss halt alles deckeln, was irgendwie unangenehm sein könnte. Genau. Ne? Und das Deckeln haben wir meistens in unserer Welt hier mehr gelernt als die Selbstliebe. Das sich deckeln und hinterfragen und an sich zweifeln wird ja mehr gefördert, letztendlich. Das geht ja schon los bei der Frage, wie geht's dir? Da habe Ja? ich ja immer wahrheitsgemäß drauf geantwortet, außer halt bei Personen, die wirklich völlig fremd waren. Ja. Und wie oft die Menschen dann erstaunt geguckt haben, wenn ich denen wirklich erzählt habe, wie es mir geht. Ja, wenn du nicht einfach gut gesagt hast, ne? Ja, genau. Ja, sehr spannend. Ja, genau. Ja, ist wirklich so, ne? Wie du sagst. Also man rechnet ja fast mehr mit einer kurzen, knappen, positiven Antwort, egal was letztendlich drin ist. Also ich bin da natürlich jetzt anders, mittlerweile auf jeden Fall. Und ich glaube aber, ich war auch schon früher anders, wenn ich mich noch richtig erinnere, außer manchmal habe ich natürlich auch höflichkeitshalber gefragt, ne? Und es hat mich eigentlich nicht wirklich interessiert. Das gab es bestimmt auch mal bei mir. Aber also im Großen und Ganzen bin ich ein sehr empathischer Sweetheart-Mensch, der auch das auch wichtig findet, wie es anderen geht. Aber ja, voll. Also ich kann das total nachvollziehen, was du da sagst mit dieser aufgesetzten Höflichkeit. Da fängt es ja wirklich schon an, ne? Im aufgesetzten Interesse. Und ja, dieses Aufgesetzte, das ist es eben auch, glaube ich, was es unseren Tieren so verdammt schwer macht, wenn wir dann auch so dressierte Äffchen sind, die immer alles machen, was man tun sollte, aber nicht, was aus uns heraus eigentlich wahrhaftig wäre, dann spüren sie uns ja auch nicht richtig, ne? Weil wir uns ja selber nicht spüren. Also das ist ja wie so ein, das kommt so ein bisschen auf den Archetyp auch an. Ich glaube, die Sweethearts, Buddies und teilweise auch noch diese, die drumherum liegen, die sind so feinfühlig, die kriegen alles mit letztendlich, ob wir es verbergen oder nicht. Und die anderen, die kriegen halt einfach nur mit, da stimmt was nicht und gehen dann ins Provozieren. Also das heißt, die sind dann nicht so für uns und versuchen uns da irgendwie so, ach komm schon, ne? So, diese Energie ist das ja dann nicht so, sondern eher so dieses, ey. Ja. Also so nehme ich dich nicht ernst. Also so geht das aber nicht. Ne? Also, dann geht es eher in so ein Misstrauen. Ja. Und das ist beides manchmal hart, weil, ne, wenn du dann so ein Sweetheart-Tier hast, was dann auch mitleidet,
Es ist auch blöd, ne? Also wenn dann kennt jeder bestimmt, der so ein Tier schon mal gesehen hat, so diesen ganz treuen Dackelblick, der so ganz traurig, so also würde schon losheulen muss, wenn du in diese Augen schaust. Ist auch nicht irgendwie das schönste Gefühl manchmal, ne? So, was ist los mit dir? Ich sterbe hier jetzt auch gerade vor mich hin, nur weil du nicht gut drauf bist. Ne? Und dann verstärken sie das ja auch schon. Und eben, dann gibt es halt das andere Extrem, so Watchdog Worker auch gerne, Rangers weniger eigentlich, aber die pissen dir ja dann auch noch ans Bein, wenn es dir eh schon nicht gut geht. Ne? Das habe ich mit damals so gehabt. Der hat echt, an den Tagen, wo es mir nicht gut ging, so gerade in Schwangerschaft und so, da war der noch am allerschlimmsten. Ja. Das waren nicht die Tage, wo er dann ausreguliert hätte. Ne? Ja, Das so habe ich witzig. hier ja auch, ne? Ja. Ja, mit Levi, ne? Ja. Und ich habe einfach wirklich gemerkt, auch mit meinen anderen Kundenhunden, diese, ja, genau, Watchdog-Worker-Typen, die vertrauen sich selbst ja so sehr. Wieso sollen sie sich einem Menschen anvertrauen oder einem anderen Wesen, das nicht sich selber repräsentiert? Also, dem können sie doch gar kein Vertrauen schenken. Wo sollen sie das hernehmen? Als ich das verstanden habe, hat es auch nochmal Klick gemacht. Meine Bella ist ja von einer ganz anderen Seite. Die ist ja so ein super Duper. Hast du nicht gesehen, Sweetheart? Die hat ja verstanden, die hat ja, also die hat zwar wahrgenommen, dass ich gerade anders handle, als ich mich fühle, aber ich glaube, die hat sogar verstanden, warum ich das mache und hat Ja. mir dabei noch geholfen. Ja, genau. Ja. Ja, weil sie eben so extrem in Verbindung gehen. Und das ist ja auch bei Menschen, also Sweetheart Menschen, auch das Problem, Oh ja. dass wir ja meistens mehr im anderen drin sind mit unserer Wahrnehmung als in uns selbst. Ja. Ja. Und das, und dann fühlen wir uns halt auch wieder nicht mehr, ne? Also das ist echt blöd. Und trotzdem, also auch ein Watchdog hat auch ein gewisses Problem mit sich selbst fühlen, weil der ist zwar sehr bei sich, aber auch nur selektiv. Ne? Also er, das ist eigentlich auch eine riesige Schicht, Stärke, die sich dann oft über eigentlich diese Angst stülpt, verletzlich zu sein, sag ich mal. Ja, Und und ne, überhaupt das, mit Gefühlen umgehen zu können, ja, genau. Ist ja auch erstmal schwierig, ne? Also verhalten können sie ja immer gut. Ja. Aber das Fühlen, ja. Genau, also für alle Zuhörer jetzt, die das Modell noch nicht so gut kennen, Sweetheart und Watchdog liegen sich sozusagen in diesem 8-Typen-Modell, was man sich so ein bisschen vorstellen kann wie eine Uhr mit 8 Stunden anstatt 12. Ja, liegen die sich gegenüber auf 3 Uhr, wenn man jetzt die alte Uhr mal nimmt und 9 Uhr. Also das heißt links und rechts im Modell und ja, das ist eine energetische Landkarte sozusagen. Das heißt, das sind zwei echt konträre Energien und da wäre der Schlüssel in die Mitte zu gelangen. Das heißt, diese Feinfühligkeit vom Sweetheart eben zu verbinden mit der Führungsstärke und Klarheit des Watchdogs. Und ich glaube, gerade in diesem sozialen Gefüge, weil das ist auch die Beziehungsachse, die andere Achse ist eher die Lebensachse, so wie stehe ich zum Leben? Auch immer spannend. Aber gerade in dieser Beziehungsachse, die da sich so tummeln, so, also praktisch Sweetheart, Watchdog und dann gibt es halt noch Mischtypen, wie jetzt zum Beispiel haben wir gerade schon gesagt, Buddy und Worker zum Beispiel sind Mischtypen, die sind da auch nah dran und die diese Beziehungsachse mit uns in der Dynamik einfach aufzeigen und zeigen, wo wir gerade sind, also sind wir gerade eher der Starke in der Beziehung, der Klarheit ausstrahlt, der auch in Führung mit sich und anderen ist. Oder sind wir gerade eher der angepasste, süße, auch ein bisschen bettelnde Part, ja, bedürftige Part. Und das sind beides Extreme im Endeffekt. Und unsere Tiere sind, wenn sie nicht selber ein Trauma mitbringen, in der Regel eigentlich recht mittig. Also das heißt, die haben diese Extreme eigentlich so gar nicht. Und wir
bringen sie da energetisch einfach auch rein durch unsere Extreme. Das heißt zum Beispiel jetzt die Bella, die du zu dir genommen hast, die ist wahrscheinlich mit dir in dein Sweetheart-Extrem einfach reingegangen. Ne? Du hast sie da energetisch mitgenommen, wenn man so will. Ja. Und Levi im Watchdog, der hat eher gezeigt, so hey, ihr zwei Sweethearts, hier fehlt eine Energie. Ich gleich das mal aus. Ja. Und wer weiß, ne, wäre jetzt bei dir das alles schon abgehakt, also sagen wir jetzt mal so in den nächsten Jahren, wenn du dann nochmal einen Hund holst, dann kann das passieren, dass der einfach chili-milli, mittig, relativ mittig da ist. Ne? Also das sind halt diese Dynamiken. Und das ist ja auch wieder Wahrhaftigkeitstraining, ne, auf dieser Beziehungsachse. Wie bringen wir die Kräfte zusammen? Wie werden wir gleichzeitig stark und verletzlich? Und da sind wir wieder bei der Wahrhaftigkeit, oh, ja, was wir am Anfang hatten. Stark und verletzlich, ja. Sanfte Stärke, sage ich auch immer ganz gerne dazu. Ja. Ja. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich von unseren Tieren wollen. Wir wollen ja gar nicht, dass die so wie so ein Lakai irgendwie so alles machen, was wir sagen und völlig bedürftig sind, sondern wir wollen ja eigentlich auch souveräne Partner an unserer Seite haben, die wissen, wie das Leben läuft und eine gewisse Weisheit ausstrahlen. Und ja, das braucht halt auch die Stärke, aber wenn sie dann zu stark werden, das ist dann auch manchmal schwierig, ne? Weil, also zu stark meine ich jetzt gar nicht mal zu souverän oder so, sondern eher so dieses aufmüpfige stark, ja, also dieses, ich lasse mir nichts sagen von dir und mach voll mein Ding und bin nur mit meiner Wahrnehmung über mir, also ich habe das halt bei Davos auch so wahrgenommen am Anfang, also ich habe es als Sweetheart wirklich als Rücksichtslosigkeit empfunden. Dem war einfach scheißegal, wie es anderen geht. Der hat einfach sein Ding durchgezogen und wenn es noch so dämlich war. Ne? Also da hat sich da auch dann manchmal erst am Anfang gar nicht reinreden lassen und wirklich eine Brachialgewalt, der ist ja auch noch groß und stark, also wirklich, da gab es kein Halten mehr. Ne? Und ja, jetzt habe ich in so einer schönen Mischung mittlerweile. Und das geht ja gar nicht darum, ihm das wegzunehmen, sondern einfach die Sanftheit zu integrieren. Und jetzt, also, ne, da war ja auch schon Sanftheit, die ich dann wie so einfach verstärkt habe. Und bei Ida ist es nämlich genau andersrum. Die ist eigentlich eher so, ja, er hat auch ein Nerd-Thema, mhm, ne? Also die ist auch sehr in diesem Thema Sicherheit und eben Angst auch dann anfangs, ne? Also es geht bei ihr auch ganz viel da drum, aber auf dieser Beziehungsachse war sie dann doch eher auch so Buddy-Sweetheart. Und bei ihr ist es eher so, dass ich sie gestärkt habe. Das heißt, sie war schon sanft und wurde gestärkt und da war's, der war halt schon stark und den habe ich sanfter gemacht durch das, was wir halt auch in der Beziehung zusammen hatten. Also es war jetzt gar nicht unbedingt Training in dem klassischen Sinne, sondern meine Themen anzuschauen, wie du es schön gesagt hast, und auch mit ihm in eine Interaktion zu gehen, die auch, also da war es auch teilweise wirklich einzufordern, dass er manchmal Anpassungen machen muss. Ja, also das geht jetzt nicht darum, dass er Kadavergehorsam an den Tag legt, das meine ich nicht. Aber ja, so ein, zum Beispiel, wenn er so wieder so durchbollern wollte irgendwie und gedroht hat, einen umzuschmeißen, dann habe ich ihn halt auch mal wirklich am Halsband festgehalten und habe mich durchgesetzt und habe gesagt, nein, du bleibst jetzt hier. Weil das ist ja auch für seine Sicherheit wichtig, ne? Also kannst du nicht einfach nett mit der Hand irgendwie an die Brust so ein Streicheln und bleib mal da. Das hätte der gar nicht mitgekriegt. Und dafür war aber halt auch so ein Typ, wenn du dich da dazwischen schiebst mit dem kompletten Körper, wo andere Hunde sich erschreckt hätten, hat der einfach gesagt, okay, also das war dem egal. Ne? Da hat er sich nicht erschreckt. Der ist da auch viel robuster einfach. Und das ist dann wieder der Vorteil bei diesen Typen, ne? Dass sie nicht so schnell einknicken oder ängstlich sind oder so. Bist du noch da? Ja, ich habe okay, ganz gut. Gespannt zugehört und habe einfach die ganzen Parallelen beobachtet. Ja, ich denke es mir, ja, du hast da ähnliche Dynamiken. Ich fand es auch so schön, einmal hast du erzählt, dass du auch vor Levi einfach mal rausgelassen hast, dass er dich so dermaßen frustriert hat. Also nicht im Sinne von, dass du es jetzt auf ihn abgeladen hast und ihn irgendwie emotional angegriffen hättest oder so, ne? Aber
einfach neben ihm so einen gewissen Zusammenbruch authentischerweise oder auch wahrhaftigerweise einfach zugelassen hast, ne? Gar nicht mehr dich so beherrscht hast, wie du es früher gemacht hast. Und wie er dann reagiert hat, zu sagen, wow, okay, das mache ich mit dir, das tut mir aber leid. Also so, ne? Also vielleicht nicht im selben Wortlaut, aber so seine Reaktion dann irgendwie so eine Einsicht war, das finde ich auch so spannend. Ja. Ja, und es hat ja lange, naja, wie soll ich sagen? Er hat lange darum gebettelt, dass ich mich ihm endlich wahrhaftig zeige. Genau. Ja. Weil ich hatte Angst. Ich hatte Angst vor seiner Stärke, dass wenn ich mich schwach zeige, dass er mich erst recht nicht annimmt. So, also ja. Unsere Beziehung, unsere Bindung, die war ja wirklich kaputt, als wir uns kennengelernt haben. Und das hat sich dann ja Gott sei Dank so toll erholt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, aber ich habe jetzt wirklich Angst darum. Und irgendwann habe ich gedacht, ich kann nicht mehr. Genau das, was du beschrieben hast, dieses aus Sweetheart-Sicht ständig rücksichtslose Verhalten. Immer und immer und immer wieder. Und dann eben auch mit diesem Dollen. Das, was du sagtest, mit mal, nur mal eben die Hand hinhalten, das interessiert ihn ja gar, also er kriegt das gar nicht mal mit. So. Und ja, dann hat es mich überkommen und ich habe einfach mich zusammensinken lassen, auf den Hosenboden plumpsen lassen und habe angefangen zu weinen und habe dann, glaube ich, auch einmal einen Schrei in die Luft losgelassen, weil es raus musste. Und dann habe ich nochmal ganz tief durchgeschnaubt. Und er saß da und hat mich mit dem Blick angeguckt. Also als würden wir uns das erste Mal sehen, einfach. Wow, geil. Ja, ja und guck mal, das ist so schön, wie du das gerade beschreibst, weil gerade diese starken Charaktere, da hörst du es ja wirklich gebetsmühlenartig an jeder Ecke, dass du dich da durchsetzen musst, dass du den nicht über deinen Kopf wachsen lassen darfst, dass du der Führer sein musst und bla 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 bla. Die hängen dir ja alle in den Ohren, ne? Gerade wenn es um Dominanz geht, sag ich mal, seitens des Hundes. Und ja, es gibt Dominanz. Es ist kein Mythos, aber es ist falsch verstanden, weil im Tierreich ist halt derjenige, der Anführer, der die Kompetenz hat. Wenn du aber schon nach Unsicherheit und Überanpassung riechst, dann hast du leider nicht unbedingt die Qualitäten eines Anführers aus Hundesicht. Ja? Und da kannst du noch so tolle Methoden nachmachen. Das wird sich nicht verändern dadurch. Das ist innere Arbeit. Und das Tolle ist aber, wenn du so einen starken Hund hast, der so klar im Leben steht, also auch wenn er manchmal dumme Entscheidungen trifft, weil der Nerd dann noch nicht richtig integriert ist, aber er ist bei sich, er ist wahrnehmend mit der Situation, in der ihr seid und so weiter, ja, also er aus seiner Sicht ist er kompetent. In dem Moment, wo du dann eingestehst, scheiße, ich bin gerade nicht sicher, kann er für dich da sein. Das ist ja das Spannende, ne? Weil er dann sagt, okay, du bist gerade schwach, aber du bist wenigstens schon mal ehrlich und damit kann ich was anfangen. Ja? Ja. Und das Coole ist ja, wir müssen ja nicht in diesem Zustand bleiben. Wir können ja dann von diesem Low-Button, da diesen Boden der Tatsachen, dem harten Boden der Tatsachen, kann man sich ja dann weiterentwickeln. Und klar, es geht schon darum, das Tier auch irgendwo zu sichern, aber Führung ist etwas, wo man reinwachsen darf. Und was sehr, sehr auch auf Beziehungen basiert. Und für so ein Tier ist es eben die Beziehung, wenn die nicht da ist, wenn das Vertrauen nicht da ist, dann lassen die sich erst recht nicht führen. Das wird nicht besser dadurch, dass wir was faken. Gerade, ne, also diese Typen halt. Und ja, das ist das Wahrhaftigkeitstraining im Endeffekt. Das sind die Besten, wenn es darum geht zu sagen, bist du wahrhaftig oder nicht, weil sie das stinkt für sie einfach. Ne? Wenn da jemand fake it till you make it für richtig hält. Und das Witzige ist ja, so ein Sweetheart-Buddy, auch teilweise Nerd, da ist es gar nicht nötig, das zu machen, weil die ja eh versuchen, alles richtig zu machen. Also, ne, das ist, ja, und gerade so diese Liga um die Leichtigkeit, also Hippies, Clowns, Ranger, die sind ja sowieso mit dem Leben fein. Also das sind ja in der Regel auch keine komplizierten Tiere. Das heißt, da ist es ja auch eher so, können wir da mitgehen und können wir sie einladen in eine nette Art der Sicherheit.
Und klar, auch da geht es irgendwie um Wahrhaftigkeit, aber ich glaube, so gerade so diese Rebellen unter den Tieren, das sind die geilsten Trainingspartner für Wahrhaftigkeit, weil sie eben diese Anforderungen an uns wirklich stellen. Also die sagen wirklich, nö, so nicht. Und genau, da ist Wahrhaftigkeit der Schlüssel zu ihrem Herzen, würde ich mal so sagen, oder? Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Weil wenn du jetzt mal schaust, wie sie ja selber sich zeigen, Ja. sie leben die pure Wahrhaftigkeit, da ist nichts verschleiert. Und also zumindest wenn man durchsehen kann, warum sie sich so verhalten, sage ich mal. Es gibt da ja auch noch andere Herangehensweisen. Aber wir haben ja verstanden, das Hauptsächliche, der Großteil von Aggressionsverhalten beispielsweise stammt ja aus der Unsicherheit. So, und wenn du das lesen kannst, dann siehst du da ja nicht den aggressiven Hund, sondern den, der Angst hat. Und das zeigt der Watchdog ja an vielen Stellen meistens, dass er einfach mit irgendetwas ein Problem hat, dass er verändern möchte, und deswegen verhält er sich, wie er sich verhält, ohne halt, ja, sich an Benimmregeln zu halten. Und wenn wir jetzt selber mal reinfühlen, wie wir am besten verstehen können, dann fängt es doch meistens bei uns an. Also wie wir selber denken. Wenn wir da abgeholt werden, können wir doch am besten Dinge verstehen und neu lernen. Und ich glaube eben, dass es den Hunden da ja gar nicht anders geht. Und ein Watchdog oder ein Worker, dem du was vormachst und der dir dann folgen soll, also der versteht halt auch überhaupt nicht, wieso er sich dir anvertrauen soll. Er hat ja, ne? So, und dann zeigst du dich wahrhaftig, so wie du bist. Und dann kriegst du einen Fuß in die Tür und in sein Genau. Herz. Ja, total, total. Ja. Es ist auch sowieso sein Thema, das Vertrauen in andere, ne, weil also das ist so das Lernthema. Und genau, wie kannst du jemandem vertrauen, der nicht echt mit dir ist? Ja, genau. Ne, der dir nicht die Wahrheit über die Situation sagt. Und vor allem, ja, da sind wir wieder dabei, die Tiere, die nehmen es ja wahr. Die nehmen ja wahr, ob es denn dann wirklich jetzt so ist, wie du das behauptest. Ja. Ja, so denk wieder an diese Situation in der Straße, im Auto, ne? Ja. Das ist wirklich schwierig. Oder auch zum Beispiel, ich habe das hier auch oft erlebt, wenn Leute selbst noch aufgeregt waren, weil sie zum Beispiel zum ersten Mal oder zum zweiten Mal erst hier waren. Und der Hund war natürlich dann auch aufgeregt. Das war ja auch für ihn sowieso auch neu, ne? Also das wäre er wahrscheinlich in jedem Fall gewesen. Aber dann wollten die halt von, jetzt das mal auch als Führung, die Kommunikation auch mal als Führung einordnet, von ihrer Führung her den Hund noch nicht mal reinbegleiten, sondern wirklich einfach einfordern, dass der jetzt ruhig ist. Ja? Und einfordern, dass der ruhig ist, wenn man selber nicht ruhig ist. Das ist praktisch, du sagst, muss ich gerade an Nachbarn denken, wie er mal zu seinem Sohn gesagt hat, er wäre so pummelig, er soll doch mal ins Fitnesscenter gehen. Und Oh. selber ist er halt selber pummelig und geht nicht ins Fitnesscenter. Also so in die Art. Auf die Art kommt es mir irgendwie. Gerade auch. Ne, also, ja, das Ganze hinkt einfach. Und ja, warum sollte das Tier dann da mitgehen, wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, mit gutem Beispiel voranzugehen? Ja, ich Das fand ist Führung, oder das, nicht? ja, und das Thema Vertrauen, gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Ja. Wem kann man mehr vertrauen als jemandem, der wirklich sich wahrhaftig zeigt? Richtig. Ja. Und deswegen ist eigentlich Spiegelarbeit und Vertrauensarbeit mit Tieren immer Wahrhaftigkeitstraining. Ja. Wow. Herzensführung pur, würde ich mal sagen. Ja. Voll schön. Ach, Franziska, ich könnte noch stundenlang mit dir hier drüber reden, glaube ich. Und ich Ja. wette, wir haben hier mit Sicherheit auch Zuhörer, die da gerne mitmachen würden. Vielleicht machen wir das ja irgendwann mal.
Aber genau, ich würde sagen, für heute ist, glaube ich, rund, oder? Ja, ich denke auch. Sehr Und schön. wir sind ja nicht aus der Welt. Richtig. Und genau, wir haben ja auch tolle Möglichkeiten für alle, die Lust haben, sich damit noch tiefer zu befassen. Können ja auch einfach sich melden, beziehungsweise bei Wise Animal mal gucken, weil da haben wir ja genau die Herzensführung mit den Tieren. Ja, für Tiermenschen, aber auch Tierexperten, je nachdem, aus welcher Perspektive du jetzt zugehört hast. Du kannst in jedem Fall gerne die Kurse nutzen als private oder berufliche Weiterbildung und ja, gemeinsame Reise mit deinem Tier. Das ist nämlich wirklich auch einfach ein lebendiger Prozess, der nie aufhört und spätestens, wenn man dann das nächste Tier dazu holt, immer wieder neu spannend bleibt. Ja, schön. Ach du Liebe, ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag und auch dem Zuhörer oder der Zuhörerin hier gerade, dir wünsche ich natürlich auch noch alles Liebe und freue mich dann, wenn du wieder einschaltest beim nächsten Mal. Tschüss.